jetzt mal was Gesundes. Schlecht geschlafen? Ja. Ich fühle mich einfach nur so antriebslos ohne den Gasthof. Ich brauche dringend eine Aufgabe. Das gibt's doch gar nicht. Hat irgendjemand meine Walking-Show gesehen? Guten Morgen, Doris. Moin, moin. Die muss doch irgendwo sein. Willst du Luisa so zu Heinrich bringen? Wie Heinrich? Ich bin doch verabredet. Ich dachte, das hättet ihr gestern miteinander besprochen. Ja, haben wir auch. Vielleicht untersuchst du mal ihr Kurzzeitgedächtnis. Ich hab die nicht dahingestellt. Mama, deine Schuhe sind hier. So kann das echt nicht weitergehen. Hier los. Party, Kevin hat ein Tretauto mitgebracht. Wow. Martin, ich dachte, deine Tagung geht bis morgen Abend. Aber heute ist schon Schluss. Wir haben keinen Ersatz für zwei kranke Referenten gefunden. Hallo. Ich habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Wir haben Besuch. Überraschung. Mein Mann ist nach Hause gekommen. Martin, Bettina, Andrea, hallo. Und Sanne und Katja, kennst du ja. Freut mich, hallo. Hallo. Hallo, hallo Martin, ich habe Erdbeertorte mitgebracht. Mensch. Papa, guck mal, wie schnell ich bin. Entschuldigt, Vaterpflichten. Ich hol dir noch eine Tasse. Hey, toll, Juri. Hey. Das ist doch nur eine ganz normale Erkältung. Anja, deine Lymphknoten sind stark geschwollen. Das ist mehr als nur eine normale Erkältung. Du gehörst sofort nach Hause ins Bett. Und ich rufe Erik an, damit er dir was aus der Apotheke holt. Okay? Okay. Juri, mach mir nicht meine Blumen kaputt, ja? Ja, ja. Ups. Ja, ne, nicht so weit. Hey, das war ein Schuss, ha? Hier, kleiner Mann. Karin, kommst du mal bitte? Der Junge hat ja die Masern. Ja, die haben alle die Masern. Deswegen heißt es ja auch Masernparty. Masernparty? Ja, eine Masernparty. Der Juri soll sich anstecken. Das fördert seine Abwehrkräfte. Magst du ein Stück Kuchen? Ja? Herr Doktor, ein Notfall. Kommen Sie bitte gleich durch. Also, Frau und Herr Salvi, und das ist Juri. Guten Tag, ich bin Dr. Bergmann. Er hat sich an einer rostigen Hake verletzt. Und du bist Juri? Tut das weh? Okay, dann schaue ich mir das mal an, ja? Kommst du mit rüber? Siehst du, schon blutet die Wunde nicht mehr. Jetzt kriegst du noch einen schönen Verband und dann hast du es geschafft. Und das mach ich mal, hm? Ihr Sohn ist gegen Tetanus geimpft? Ja, natürlich. Ist er doch, oder? Er hat nur die erste Impfung bekommen. Ja, wieso das denn? Kein Problem. Ich gebe ihm gleich die zweite Spritze, dann hat er vollen Impfschutz. Gut. Das möchte ich nicht. Ich lasse nicht zu, dass meinem Sohn Gift gespritzt wird. Sag mal, spinnst du jetzt? Ich habe mich über diesen ganzen Impfwahnsinn informiert. Das ist nichts als Geldmacherei. Natürlich bekommt Juri die Spritze. Ende der Diskussion. Nein, die bekommt er nicht! Karin, ich weiß überhaupt nicht. Bitte beruhigen Sie sich, alle beide. Frau Seidel, bei allem Verständnis. Ihr Sohn hat sich heute an einem rostigen Gegenstand verletzt. Ohne Impfschutz könnte er an Wundstarrkrampf erkranken. Im schlimmsten Fall ist das sogar tödlich. Wieso versuchen Sie jetzt, mir Angst zu machen? Du sonst offensichtlich nicht begreifst,
Eigentlich hätte Juri schon bei der U9 gegen Polio, Diphtherie und Tetanus geimpft werden müssen. Siehst du? Du hörst es. Wenn wir das heute nicht nachholen, dann muss ich das Jugendamt informieren. Das Jugendamt? Es ist mein Kind! Nein! Es ist unser Kind. Und ich würde Sie bitten, dass Sie Juri impfen. Jetzt. Ich kann nicht den Rest meines Lebens als Frau vom Landarzt fristen. Ja, das verstehe ich. Das könnte ich auch nicht. Sag mal, könntest du das hier mal an den blauen Schlauch da hinten anschließen? Na klar. Boah, ich bin so unzufrieden. Ja. Oh Gott. Ja, dafür sind wir beide einfach nicht gemacht. Aber dann musst du was ändern. Hast du einen Plan? Auf jeden Fall will ich wieder arbeiten. Und mein eigenes Geld verdienen. Hält Jan nicht davon ab? Wär's ihm lieber, du wärst zu Hause? Nein, ganz im Gegenteil. Hat gar nicht wehgetan. Bist du auch ein tapferer junger Mann. So, du kannst dich wieder anziehen. Komm, Juri. Es war die richtige Entscheidung. Das wird sich zeigen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Seidel. Tschüss, Juri. Tschüss, Herr Doktor. Geht's Ihnen nicht gut, Herr Seidel? Doch, doch. Ich komme nur gerade von der Dienstreise und dann diese... Naja, Sie entschuldigen, ja? Wegen Juri müssen Sie sich keine Sorgen machen. Alles okay mit ihm. Darf ich Sie noch was fragen? Ja, klar. Sie als Arzt, was halten Sie von Masernpartys? Ich meine, macht sowas Sinn, um das Immunsystem von Kindern zu stärken? Nein, dadurch wird das Immunsystem geschwächt. Hören Sie, Masern sind eine hochinfektiöse, sehr ernstzunehmende Krankheit. Deswegen impfen wir ja auch dagegen. Fragen Sie aus einem bestimmten Grund? Martin, kommst du? Ja. Nein, nur so. Vielen Dank, Herr Dr. Bergmann. Gern geschehen. Wiedersehen. Laura? Würdest du mir helfen, mein neues Lokal zu finden? Ja, klar. Du steigst wieder in die Gastronomie und das finde ich großartig. Ja, was anderes kommt erstmal nicht in Frage. Außer du stellst mich ein. Wir können das mal eine Buchhaltung machen. Um Gottes Willen. Wieder mit Pension? Den Stress mache ich mir nicht mehr. Mama ist ja auch nicht mehr dabei. Weißt du, ich dachte so an Live-Konzerte, Jazz-Brunch und Lesungen. Das finde ich großartig. Deinen ersten Stammgast, den hättest du schon mal. Gut. Karin, der Junge hat seit 5 Jahren keine einzige Schutzimpfung mehr gekriegt. Der Impfausweis ist komplett leer. Du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Dr. Bergmann ist gar kein richtiger Kinderarzt. Ich verstehe dich nicht. Was bist du bloß für eine Mutter? Ich bin jedenfalls keine Mutter, die dauernd auf Dienstreise ist oder im Büro oder in irgendwelchen bescheuerten Meetings. Juri, komm. Juri, wir machen schon mal Essen. Komm jetzt. Süßes, saures, Muffins, Brownies, Suppen. Alles mit Zutaten aus der Region und vor allen Dingen selber gemacht. Das klingt so lecker, da kriege ich direkt beim Zuhören Hunger. Das neue Lokal soll so eine richtige Oase werden. Hätten wir hier ein wunderschönes Objekt, was eine tolle Möglichkeit wäre, alle deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Na, was sagst du? Warte mal. Na toll. Jetzt hat sich die Davis auch unter den Nagel gerissen. Tja, dann wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ihr die Provision in den Rachen schieben. Auf keinen Fall. Moin. Hallo. Hey, du flirtest wieder? Der hat angefangen. Wird ja mal wieder Zeit. Anja? Was machst du denn hier? Warum bist du nicht im Bett? Ich hab gedacht, ein bisschen frische Luft tut mir ganz gut. Und ich brauchte ja doch das hier.
Warum lässt du das denn nicht Erik machen? Weil der kein besonders begeisterter Krankenpfleger ist. Ich fahre dich jetzt nach Hause. Danke. Von meinen Patienten bin ich ja gewohnt, dass sie nicht auf mich hören. Aber von meiner eigenen Arzthelferin? Ja. Ach Gott, Maren. Das wollte ich ja machen. Kannst du doch. Ich habe nur schon mal angefangen. Mhm. Mama, ich muss nachher noch mal los. Ich fahre mit Laura zu einem wichtigen Besichtigungstermin. Ach, wie schön. Wie geht's dir denn? Der hat ja lange nichts von sich hören lassen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Na, Schatz, hast du dir schon was angesehen? Ja. Ja, und? Erzähl. Jan, dein Tipp mit dem Walking ist großartig. Meinem Rücken geht's schon so viel besser. Mama, wenn du nachher zu Heinrich fährst, um Luise abzuholen, kannst du ihm dann bitte sagen... Heute? Entschuldigung, aber ich bin nur eben vorbeigekommen, um Bescheid zu sagen, dass ich erst am Abend wieder zurück bin. Doris. Ach, ihr schafft es auch ohne mich. Hm? Bis heute Abend. Tschüss. Was ist eigentlich los mit deiner Mutter? Keine Ahnung. Aber im Moment könnte ich sie... Doch! Martin, lass uns doch noch mal in Ruhe miteinander reden. Martin? Martin! Martin! Martin, was ist los? Sag doch was! Martin? Martin, was ist los? Martin! Mir sind die Beine geknickt. So, ist alles okay. Ich bin nicht fein jetzt, okay? Okay, komm. Komm. Im Moment habe ich einfach mehr Arbeit mit ihr als ohne sie. Sie benimmt sich, als wäre sie hier im Hotel. Musst du einfach mal mit ihr reden. Hey, das versuche ich doch die ganze Zeit. Oh, was ein Tag, ich glaube, ich lege mich wieder ins Bett. Schatz. Soll ich mitkommen? Ja. Dich ins Bett bringen? Ja. Herr Dr. Bergmann! Ein Notfall! Herr Seidel! Ich komme. Frau Seidel, kommen Sie bitte gleich her. Der Doktor war. Dann schlaf mal gut. Hm. Wie lange war Ihr Mann ohnmächtig? Bitte, Doktor. Danke. Ich weiß es nicht. Wir hatten einen Streit. Was fehlt ihm denn? Er hat hohes Fieber. Ich schätze, er hat einen schweren Infekt. Sie sagten, Sie waren auf Dienstreise? Ich war auf einer Geografentagung in München. Er ist selbstständig, er ist sehr viel unterwegs. Gut. Gertrud wird Ihnen jetzt Blut abnehmen. Und ich verschreibe Ihnen ein Antibiotikum. Bitte kein Antibiotikum. Ich mache ihm Wadenwickel, wir haben Salbe im Garten, er kann inhalieren. Frau Seidel, ich weiß, dass Sie die Schulmedizin skeptisch sehen. Diese ewigen Antibiotika schwächen das Herz. Lass dir bitte was Pflanzliches verschreiben, Martin, bitte. Herr Doktor, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, es hilft gegen die Schmerzen. Sie würden ein hohes Risiko eingehen. Ich weiß. Okay. Dann spritzen wir Ihnen jetzt ein pflanzliches Aufbaupräparat. Frau Seidel? Ihr Mann hat zurzeit ein sehr geschwächtes Immunsystem. Das heißt, er ist sehr anfällig und darf sich auf gar keinen Fall mit einer weiteren Krankheit anstecken. Ich bin gesund. Und Juri? Grassieren im Kindergarten irgendwelche Krankheiten wie Röteln, Mumps, Masern? Nein. Gut. Hm? Anja, du brauchst jetzt ganz viele Vitamine, also alles aufessen. Oh ja. Ich muss jetzt leider wieder zurück in die Praxis. Aber vielen Dank für deinen Besuch. Und wenn du was brauchst, ruf an. Ja, das mache ich gerne. Ah. Moin, Herr Wilfert. Moin, Frau Hinachsen. Das ist ja schön, dass Sie sich mal blicken lassen. Da könnten Sie sich ja jetzt mal ein bisschen um Anja kümmern. Also, Anja, du hast jetzt absolute Bettruhe, ne? Jetzt ist dein Partner gefordert. Gute Besserung. Danke. Als Lehrer wird er das ja wohl begreifen. Brauchst nicht mehr in die Apotheke, da war ich jetzt schon selber. Okay. Brauchst du sonst noch irgendwas?
Es würde mir helfen, wenn du mich nicht so oft hier alleine lassen würdest. Anja, ich habe Konferenzen, Elternabende, Vertretungsstunden. Ich muss noch 15 Arbeiten korrigieren. Und joggen und surfen und deine Kumpels treffen. Tut mir leid, dass ich nicht den ganzen Tag an deinem Bett sitzen und Händchen halten kann. Was? Hey Mann. Wenn du dich abgeregt hast, ich bin im Haus. Hallo Jan. Wo ist denn Maren? Guck mal, was ich Entzückendes für Luisa gekauft habe. Maren ist drin bei Luisa. Mhm. Sie kann offenbar nicht schlafen. Naja, wenn ihr auch immer gleich bei jedem Mucks alles stehen und liegen lasst. Guck mal, ist es nicht hinreißend? Doris, für Maren und auch für mich ist es nicht einfach, wenn du dich nicht an deine Zusagen hältst. Bitte? Na, du wolltest heute kochen und Luisa von Heinrich abholen. Ja, aber das habe ich gar nicht als feste Zusage verstanden. Und entschuldige bitte, Jan, ich bin nicht euer Kindermädchen. Das habe ich doch auch nicht gesagt. Luisa ist eure Tochter und wenn es passt, dann kümmere ich mich gern um sie, das weißt du. Aber ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich ständig zu eurer Verfügung stehe. Das tut doch auch niemand. Jan, ich habe 10 Jahre Maren zugearbeitet und habe auf viel verzichtet. Und ich habe das gern gemacht, wirklich. Aber jetzt kümmere ich mich um mich und das hast du selber gesagt als Arzt. Ja, das stimmt. Aber wenn du uns schon deine Hilfe anbietest, dann verlassen wir uns auch auf dich. Was soll denn das heißen? Dass auf mich kein Verlass mehr ist? In letzter Zeit nicht, nein. Ich kümmere mich jetzt um mich. Ob euch das passt oder nicht. Und das hat sie genau so gesagt? Genau so. Ich glaube das einfach nicht. Was hältst du eigentlich von einem Au-pair? Wahrscheinlich werden wir nicht drum rumkommen. Aber es hat ja auch viel Gutes. Es ist immer jemand im Haus. Fremdsprache ist toll. Wir werden nicht abhängig von Zu- und Absagen von deiner Mutter und von meinem Vater. Ja, werden wir wahrscheinlich eh nicht sein. Was soll das denn heißen? Ach, das mit dem eigenen Kaffee klappt sowieso nicht. Die Davis hat sich alles unter den Nagel gerissen. Du suchst gerade mal seit einem Tag, richtig? Und da willst du schon aufgeben? Nein, natürlich nicht. Bist du denn aufgestanden? Nein. Morgen. Was machst du? Ich recherchiere. Es klingt so sexy, wenn du das sagst. Ich habe mir mal ein paar Inspirationen geholt für mein neues Lokal. Ich habe schon jetzt solche Lust, es einzurichten und zu dekorieren. Super. Mhm. Ich bin mir sicher, du weißt schon ganz genau, wie das Ganze aussehen soll. Ja, also es soll ein Mix werden aus natürlich und modern. Die Möbel alle aus Holz, dazu farbige Accessoires und auf jeden Fall mit viel Liebe zum Detail. Da bin ich mir sicher. Frau Davis kann sich meinetwegen auf den Kopf stellen. Ich werde auf jeden Fall ein Lokal finden, wo sie nicht ihre Finger im Spiel hat. Wie kannst du morgens schon so fit sein? So, ich muss los. Aber vorher willst du ja auch noch was anziehen, oder? Mhm. Tschüss. Tschüss. Gemacht. Martin? Jetzt wechsle ich dir noch die Wadenwickel. Bis 10. Morgen geht's schon wieder besser.
Ich hätte das mit meiner Impfung ja auch fast vergessen. Die Diphtherie- und Tetanus-Auffrischung alle 10 Jahre vergessen leider viele. Ja, vergessen ist ja die eine Sache. Aber dass die Leute, Dankeschön, heutzutage alles hinterfragen müssen. Zum Beispiel diese Frau Seidel. Dass die Patienten Dinge hinterfragen, finde ich ja gut. Aber wenn sie beratungsresistent sind, dann wird es schwierig. Manche diagnostizieren sich ja schon selbst übers Internet. Gertrud, du weißt, dass du nach der Impfung Schmerzen im Arm haben könntest. Ähnlich wie Muskelkater. Herr Doktor. Mach dir Gewohnheit. Praxis Dr. Bergmann. Frau Seidel. Ja, Moment. Das Fieber bei Herrn Seidel ist 40,8. Ich bin schon unterwegs. Frau Seidel, der Doktor ist gleich bei Ihnen, ja? Maren, wenn du nachher einkaufen gehst, bist du so lieb und bringst mir mein Kleid von der Reinigung mit? Ja, sicher. Hier. Sag mal, was Jan gestern gesagt hat, es war schon kränkend, aber ich bin nicht nachtragend. Und ein bisschen hat er ja auch recht. Und deswegen möchte ich mich entschuldigen. Schon gut. Und wenn du wirklich wieder ein Restaurant eröffnen willst, also ich, mit mir kannst du nicht mehr rechnen. Ich weiß, Mama. Aber? Mama, ich habe wirklich kein Problem damit, dass du bei uns wohnst, aber... Momentan, da gehst du bei uns aus und ein wie eine Königin. Wie bitte? Wie was? Also, entschuldige bitte, ich verhalte mich so, weil ich mich hier wohlfühle. Ja, aber ich habe im Moment so viel zu tun. Und wegen Luisa. Also, wenn dir das nicht gefällt, was ich hier mitgebracht habe, dann tausche ich das um. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Nein, darum geht's überhaupt gar nicht. Du bringst einfach alles durcheinander. Heute zum Beispiel. Wir können nicht ständig Heinrich einspannen. Ja, aber... Heute werdet ihr das wohl noch mal müssen. Ich bin nämlich verabredet. Heinrich hat keine Zeit. Ich habe diesen Termin beim Notar, um den alten Gasthof zu übertragen. Da kann ich unmöglich Luisa mitnehmen. Aber ich bin verabredet zu einer Fahrradtour. Also tschüss, mein Schatz. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja. Bitte mal tief ein- und ausatmen. Nochmal. Nicht erschrecken. Legen Sie sich bitte mal auf den Rücken. Was ist denn? Ich habe deine Ahnung. Herr Seidel, öffnen Sie bitte meinen Mund. Was ist denn los? Ihr Mann hat die Masern. Er muss sofort ins Krankenhaus. Hallo, Letizia. Hallo. Masern mit kompliziertem Krankheitsverlauf und Verdacht auf begleitende Lungenentzündung. Er droht septisch zu werden und ist Kreislauf instabil. Sättigung und Vitalparameter? Sättigung liegt bei 88, Puls bei 140, Druck bei 80-40. Gut, ihr bringt ihn dann bitte direkt auf Intensiv. Hältst du mich auf dem Laufenden? Frau Seidel? Sie haben gestern eine Masernparty organisiert, richtig? Ich wollte nur, dass unser Sohn auf natürliche Weise Abwehrkräfte entwickelt. So. Wir brauchen einen ZVK. Und arterielle Druckmessung. Bevor Sie Ihren Sohn absichtlich damit anstecken, um ihn zu immunisieren, müssen Sie sich doch über die Risiken informieren. Ich hab mich informiert. Also haben Sie und Ihr Mann sich von Ihrem Kinderarzt beraten lassen? Mein Mann ist dauernd unterwegs. Der hat andere Dinge zu tun, als sich über sowas den Kopf zu zerbrechen. Aber sowas müssen doch beide Elternteile entscheiden. Impfen oder nicht, das hat doch Auswirkungen auf die Gesundheit der ganzen Familie. Ich hab mich im Internet vorhin informiert. Zentralisiert. 1 Milliliter Supra. Da war so viel von Impfschäden die Rede, von Wirkungslosigkeit, von Nebenwirkungen.
Die sagen, dass eine Impfung viel schädlicher für den Organismus ist als die Viren selbst. Frau Seidel, ich glaube Ihnen ja, dass Sie das Beste für Juri wollen. Aber aus medizinischer Sicht ist das Risiko der Masernerkrankung höher als das Risiko der Masernimpfung. Und je älter man ist, desto schwerer ist der Krankheitsverlauf. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Martin sich ansteckt. Vielleicht schon, wenn Sie sich vor Ihrer Aktion mit Ihrem Mann ausgetauscht hätten. Er bekommt unser Antibiose-Schema und vorsichtig Volumen und eine Ein-Ausfuhr-Kontrolle. Aber er wird doch wieder gesund, oder? Ihr Mann hat eine schwere Lungenentzündung. Ob es weitere Komplikationen geben wird, wie eine übergreifende Entzündung auf den ganzen Körper oder auf das Gehirn, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Das klingt alles sehr hart, aber es sind die Fakten. Tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Ich fürchte, Ihrem Mann können Sie nicht helfen. Aber was Juri betrifft, halten Sie sich ab jetzt bitte an die Vorgaben. Das heißt, ich lasse meinen Sohn komplett durchimpfen, oder was? Ihr Kinderarzt kann Sie bestimmt beraten, auf welche Impfungen Sie unter Umständen verzichten können. Aber grundsätzlich sollten Sie alle Impfungen nachholen, die bei der U9 empfohlen werden, ja? Als Arzt müssten Sie mir das ja sagen. Stimmt, weil Sie sonst lebensgefährliche Konsequenzen riskieren würden. Auch und gerade für Juri. Und das sage ich nicht nur als Arzt, sondern auch als Vater. Was machst du denn hier? Wo bleibst du denn? Ich warte hier mindestens schon seit einer Viertelstunde. Ich bin davon ausgegangen, dass das Training heute ausfällt. Auf gar keinen Fall. Wieso? Na, weil ich dachte, dass du dich um Anja kümmerst. Also, wenn du keinen Bock hast, dann sag's doch einfach. Aber lass Anja da raus. Erik! Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Deine Tochter lässt dir ausrichten, dass sie dich lieb hat. Dieser Masernparty? Leider ja. Aber lass uns nicht darüber reden, sonst kriege ich bloß wieder schlechte Laune. Wie war dein Tag? Ganz okay. Was machen wir denn jetzt mit Mama? Großzügig über ihre Fehler hinwegsehen und uns ein Au-pair suchen. Meinst du, wir finden in so einer Vermittlungsagentur jemanden für unsere süße Maus? Werden wir sehen. Müssen wir sehen. Du willst einen Kaffee aufmachen. Wir brauchen Unterstützung. Wenn ich überhaupt einen Kaffee finde. Wirst du. Vielleicht solltest du einfach mal in eine ganz andere Richtung denken. Querdenken. Du hast nicht zufällig gerade einen Patienten, der dringend eine Räumlichkeit vermieten, verpachten oder sogar verkaufen will? Ja, klar. Tausende. Du hast mich gerade auf eine super Idee gebracht. Erzähl. Nö. Lass mich mal machen. Wie geht's dir? Ging schon mal besser. Ich gehe mit Juri zum Kinderarzt. Er bekommt die Impfung. Jetzt schon, na toll. Mir war nicht klar, was passiert, wenn so eine Kinderkrankheit ausbricht. Das ist doch keine Entschuldigung, das ist einfach nur... Du hast dich doch mit dem Thema auch nie beschäftigt. Martin? Martin? Martin! Sauerstoff sofort. Hat er sich aufgeregt? Bitte verlassen Sie den Raum.
Herr Seidel, ganz ruhig atmen. Ganz ruhig. Midazolam, eine Ampulle. Herr Seidel, ganz ruhig. Ein- und ausatmen. Ein- und aus. So ist es gut. Laura? Laura? Hier. Du, ich hatte gestern Abend so eine großartige Idee. Jetzt muss ich mir dringend noch ein Objekt angucken. Kommst du mit? Jetzt? Ja, Luisa ist gerade bei Heinrich und meine hausbräulichen Pflichten habe ich alle erledigt. Der muss noch fertig werden. Bitte, bitte, bitte sag ja. Das könnte für dich auch ganz interessant werden. Für mich? Ja. Und dann ist sie einfach wieder zu ihrer Verabredung gefahren. Ich bin so froh, dass wir Heinrich haben. Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Mutter los? Ich habe keine Ahnung, aber sie zieht einfach nur noch ihr Ding durch. Aha. Du scheinst ja ziemlich genau zu wissen, wo du hin willst. Ja. So, da wären wir. Ein Café in der Werft? Ja. Vielleicht kann Christian Schulte mir helfen. Wer ist denn Christian Schulte? Der Onkel von Florians besten Freund. Ein kosmopolitischer Seebär. Was auch immer das ist. Er kommt wohl ursprünglich aus Dekelsen, war dann lang auf See und hat zuletzt in Boston gelebt. Und jetzt hat er hier seine eigene Werft. Mhm. Und ist nebenbei natürlich auch noch Immobilienmakler. Nee, aber Single. Ah, daher weht der Wind. Ist er das? Ja. Und sowas läuft hier frei herum? Ja. Moin, Herr Schulte. Moin, Herr Schulte. Moin, moin, die dann. Ja, schöne Werft. Ja. Mein ganzer Stolz. Christian Schulte. Macht ja nichts. Laura Helfritsch. Sie sind es. Sehr erfreut. Sie kommen sicher, um das Café anzuschauen? Ja. Na dann mal los, oder? Und dann hat er gehustet und nach Luft geschnappt und ich habe gedacht, jetzt erstickt er gleich. Wahrscheinlich war das nur ein Hustenanfall, weil er sich aufgeregt hat. Das hat die Ärztin in der Klinik danach auch gesagt. Ich weiß, ich habe mit Dr. Garcia telefoniert. Sie sagt, die Entzündung im Körper ihres Mannes geht zurück. Also schwebt er wirklich nicht mehr in Lebensgefahr? Nein, im Gegenteil. Er ist auf dem Weg der Besserung. Er wird mir das nie verzeihen. Frau Seidel, geben Sie Ihrem Mann Zeit, wieder ganz gesund zu werden. Und dann erklären Sie ihm alles in Ruhe. Und Sie haben eine Kfz-Werkstatt? Erstaunlich, nicht? Erstaunlich wäre, wenn Sie meinen Ford Mustang V8 Coupé Baujahr 66 wieder zum Laufen bringen könnten. Das wäre erstaunlich. Ein V8? Ist kein Problem, bringen Sie ihn einfach vorbei. Obwohl, bei Ihnen ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Sie behalten ihn bestimmt. Nee. Also bei einem 54er, da bestünde Gefahr, aber so? So... Nee? Nee. Hey. Hey. Oh, klingt ja nicht so gut. Es tut mir leid, dass ich gerade so drauf bin. Aber ich bin einfach frustriert. Ist schon okay. Was denn? Ja, ich finde, du kannst ruhig mal zugeben, dass du dich auch scheiße verhalten hast. Ja, ich finde aber nicht, dass ich mich scheiße verhalten habe. Was? Aber du hast zum Beispiel auch... Oh, Anja, bitte, wirklich, ich habe da echt keinen Bock drauf. Scheiße. So. Das wär's.
Was sagst du? Das ist es. Die Lage, die Größe, das ist perfekt. Und Sie würden es verkaufen? Naja, erstmal verpachten. Also, ich bin begeistert. Können Sie sich ganz in Ruhe überlegen. Es gibt keine anderen Interessenten. Nicht mehr Frau Davis? Doch, die hat mir sogar ein ausgesprochen gutes Angebot gemacht. Aber ich habe abgelehnt. Bei Ihnen würde ich keine Sekunde zögern. Na dann, würde ich sagen, Hand drauf. Prima. Gut. Sehr gut. Sie können sich wieder hinlegen. Kann es sein, dass Sie einen sehr stressigen Job haben, Herr Sager? Mit Sicherheit nicht stressiger als der Ihre. Sie haben Glück gehabt. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Mhm. Schalten Sie den Gang runter. Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihrer Familie. Wenn die Medikamente weiterhin so gut anschlagen, dann können Sie in einer Woche nach Hause gehen. Dankeschön. Alles gut. Gut, dann machen wir das so. So, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Tschüss, Süße. Und danke. Ciao. Gerne. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, dann zeigen Sie mir mal Ihr Schätzchen. Ach so, das wird jetzt ein bisschen schwierig so kurzfristig. Der Mustang steht noch in Boston. Ach so. Was halten Sie davon, wenn ich Sie heute Abend zum Essen einlade? Kann ich Ihnen schon mal ein paar Fotos zeigen und so? Fotos? Ja, nicht, dass Sie denken, ich wollte... Lassen Sie mal. Potenzielle Neukunden werden generell von mir zum Essen eingeladen. Heute Abend um 8. Dass du mich immer auf so tolle Ideen bringst. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe so ein geiles Café gefunden. Nein. Ja. Wie? Wo? Bei Christian Schulte. In der Werft? Naja, bei der Werft. Ich habe es gesehen und ich hatte gleich so viele tolle Ideen. Also, ich meine, da ist noch nichts fertig. Es muss wahnsinnig viel gemacht werden. Ich muss noch renovieren und ach Gott, ich bin total aufgeregt. Das merkt man gar nicht. Juri vermisst dich. Danke. Und ich dich auch. Martin, es tut mir so leid, was alles passiert ist. Und du musst dich nicht entschuldigen. Aber ich bin schuld, dass du fast gestorben bist. Ach, Quatsch, Unsinn. Ich hätte mich mal kümmern müssen um dich und Juri. Stattdessen habe ich dir die ganze Verantwortung überlassen. Ich hätte ihn impfen lassen sollen. Und ich hätte mit dir reden müssen. Du hast das getan, was du für richtig gehalten hast. Komm. Ich werde in Zukunft mehr für euch da sein, versprochen. Ich liebe dich. Bist du eigentlich noch ansteckend? Du bist doch geimpft, oder?
Schöne Grüße von Heinrich und Letizia. Sie wünschen uns noch einen schönen Abend. Schade. Ich hatte gehofft, Sie würden es sich noch anders überlegen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Shampoos. Warte mal, wer sich angeboten hat, morgen auf Luisa aufzupassen. Ach nee. Mhm. Danke, dass du mit ihm gesprochen hast. Das riecht aber gut. Mhm. Fleisch oder Würstchen, Doris? Ein Würstchen, bitte. Ja. Dankeschön. Und du, Schatz? Fleisch. Das hier? Ja. Oh, das Fleisch sieht auch gut aus. Mhm. Ja. Danke. Doris? Wegen vorgestern. Ich wollte dich nicht kränken. Ich weiß, Jan. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich so unsensibel war. Wir haben übrigens eine ganz tolle Agentur gefunden. Die vermitteln Au-pair-Mädchen. Ah. Wir haben uns sogar schon für eins entschieden, das wirklich sehr gut zu uns passt. Aus Brasilien. Hm, das ist ja wunderbar. Wann kann sie denn anfangen? Eigentlich nächste Woche. Die Agentur hat sich bereits um Einreisepapiere und Arbeitsgenehmigung gekümmert. Na, perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann ich es euch ja auch sagen. Ich werde ausziehen. Ach, keine Sorge. Ich meine, es ist ja nicht heute oder morgen. Und ich habe beschlossen, dass ich jetzt endlich mal wieder meine eigenen vier Wände brauche. Naja, und unser Zusammenleben hier, das war ja auch nie als Dauerlösung gedacht, oder? Na, nun guck doch nicht so. Doris, du weißt, dass du jemanden zu Hause haben wirst. Und vielen Dank dafür. Und danke, dass ihr mich so lange ertragt. Das machen wir doch gerne. Wahrscheinlich werden wir dich sogar richtig vermissen. Mich oder mein Chaos? Oh. Beides.